Moin zusammen. Viele von euch haben sich ja ein AIDA-Feedback-Video gewünscht von unserer Kanarenkreuzfahrt. Und ja, das möchte ich gerne hiermit einmal nachholen. Unsere Kreuzfahrt ist ja jetzt ja schon 5 Tage her. Und von daher sind die Gedanken noch frisch. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Und wenn ihr gerne mehr solche Videos sehen wollt, lasst gerne Feedback da in Form eines Likes oder Kommentars. Abonniert auch gerne meinen Kanal hier auf YouTube. Und da mache ich gerne weitere so Videos. Von mir aus auch gerne nochmal ein detaillierteres Video hierzu. Das soll jetzt nur eine Kurzzusammenfassung sein. Aber ja, lasst mich gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Nach dem Intro geht's los. Ja, unsere Kreuzfahrt ging vom 9. bis 16.04., also bis kurz vor Ostern tatsächlich. Wir haben im Sommer letzten Jahres, also 2021, gebucht, hatten ursprünglich eine Reise mit der AIDA Cosma gebucht gehabt. Da die Fertigstellung der Cosma aber wohl sich ein bisschen hingezogen hat, konnte sie dann nicht zu den Kanaren fahren und wir mussten auf die Nova umbuchen. Dafür haben wir dann halt auch 50 Euro, sag ich mal, Entschädigung als Bordguthaben pro Person, also pro Erwachsenen, also insgesamt 100 Euro Bordguthaben von AIDA gutgeschrieben bekommen. Wir sind zu viert gereist, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Und ja, letztendlich war schade, dass wir nicht mit der Cosma fahren konnten, aber ich sag mal, die Nova ist ja eh im Prinzip baugleich und die Änderungen sind ja nicht so groß gewesen. Ja, Kanarenreise, was heißt das überhaupt? Wir sind von Hamburg geflogen nach Gran Canaria, sind dann nach einem Seetag auf Madeira angekommen, von Madeira dann nach Teneriffa, auch dazwischen war ein Seetag. Von Teneriffa ging es dann weiter nach Fuerteventura, dann Lanzarote und wieder zurück nach Gran Canaria und dann mit dem Flieger zurück nach Hamburg. Wir sind einen Tag vorher in Hamburg angereist, weil wir uns da noch ein Musical angeschaut haben, was sich auf jeden Fall auch sehr gelohnt hat. Und ja, kommen wir dann einmal zu den Corona-Regeln an Bord, beziehungsweise auch bevor man an Bord gehen kann. Wir mussten so einen Zettel unterschreiben, dass wir 14 Tage vorher keinen Kontakt mit einem Infizierten hatten. Einen Tag vor Reisebeginn muss man einen Schnelltest machen, jeder Mitreisende. Den musste man auch vorzeigen, bevor man an Bord gehen kann. Und dann wurde bei jedem nochmal ein PCR-Test gemacht, außer bei Kindern unter 6 Jahren. Da wurden Lolli-Tests gemacht. Die mussten dann entsprechend warten in diesem ja, Zelt, sag ich mal, vor dem Schiff, bis der Lolli-Test ausgewertet wurde. Und erst dann hat das Kind ihre Bordkarte bekommen und konnte an Bord gehen. An Bord angekommen, sollte man sich dann 90 Minuten auf der Kabine aufhalten. Und wenn man in der Zeit keinen Anruf von AIDA bekommen hat, ja, dann hat man quasi den Test bestanden. Man war negativ und konnte die Reise genießen. Es war so ein bisschen Zitterpartie und auch echt aufregend für uns, weil wir immer mal wieder so eine Durchsage gehört haben: Bitte Kabinennummer so und so, melden Sie sich an der Rezeption, wo man dann immer schon wusste: Oh, da ist jemand positiv, die müssen wahrscheinlich von Bord gehen. Normalerweise rufen die halt auf der Kabine an, deswegen sollst du dich ja auch auf der Kabine 90 Minuten aufhalten, aber wenn die einen dann nicht erreichen konnten, dann haben die natürlich eine Durchsage gemacht. Ich habe auch hinterher im Laufe der Kreuzfahrt jemanden kennengelernt, der mir erzählt hatte, also ein Kind, dass Oma und Opa leider nicht mitfahren konnten und auf dem Hotel bleiben mussten, weil einer von denen positiv war. Der Rest der Familie konnte aber mitfahren, weil die in getrennten Kabinen unterwegs waren. Die mussten sich dann allerdings auch jeden Tag nochmal neu testen. Wir nicht. Von daher war das okay. Maskenpflicht galt an Bord, außer natürlich auf der Kabine oder während des Essens und Trinkens. Haben sich auch alle dran gehalten. Man wurde sogar auch angesprochen vom Personal, wenn die Maske mal irgendwie verrutscht war oder man die vergessen hat aufzusetzen. Also da wurde sich schon ganz gut dran gehalten. Ja, Corona-bedingt hatte eine Diskothek auf dem Schiff zu, das war The Cube, die Rockbox war hatte auf. Hätte die gerne mal gesehen, aber war jetzt auch nicht weiter schlimm, weil man ja auch so genug, sag ich mal, auf dem Schiff machen kann, gerade was so das Partyangebot angeht mit dem Beach Club und dem Theatrium auch.
Das war jetzt verschmerzbar. Im Spa-Bereich musste man auch die Maske tragen, außer natürlich in der Sauna. Da waren Schilder vor der Sauna, wo dann zum Beispiel standen nur maximal 12 Personen, aber beim Aufguss hat das natürlich keinen interessiert, da sind dann alle rein. Und außerdem war das Schiff Corona-bedingt nicht voll belegt. Ich glaube, irgendwie zu 60% irgendwie nur ausgelastet. Ja, dementsprechend war es auch nicht ganz so voll. Aber da sage ich gleich nochmal was zu. Ja, im Vergleich zu unserer ersten Reise, wir sind vor 10, 11 Jahren schon mal mit der AIDA Bella gefahren, westliches Mittelmeer. Was mir da so ein bisschen gefehlt hat, war dieses Club-Feeling, ne? Also es gab es damals bei der Bella noch, aber das haben die ja, glaube ich, allgemein bei AIDA abgeschafft. Also uns hat das eigentlich ziemlich gut gefallen. Das war so ein bisschen persönlicher der Kontakt, aber das ist wahrscheinlich schwer auf so einem großen Schiff wie der Nova dann auch zu haben. Ansonsten muss man natürlich sagen, im Vergleich ist das mit Kindern schon noch mal deutlich besser mit der Nova aufgrund der ganzen Attraktionen, die auf dem Schiff haben mit Rutschen und Wassergedöns und ich weiß nicht was alles. Unsere Kinder waren auch im Kids Club gewesen, denen hat es da auch gut gefallen. Dann konnten Mama und Papa mal was alleine machen. Ja, also ich glaube, würde ich alleine mit meiner Frau nochmal eine Kreuzfahrt machen, dann wahrscheinlich eher auf einem etwas kleineren Schiff, aber mit Familien auf jeden Fall wieder auf so einem großen Schiff. Und was auch super war, waren die Shows im Theatrium. Also mega gut. Die waren schon damals auf der Bella super. Aber jetzt mit der LED-Hintergrundbeleuchtung und drumherum und die Bühne fährt hoch und runter, ich weiß nicht was alles. Die Artisten, Sänger und so weiter, die waren super gut. Hat mir echt gut gefallen. Das Essen war auch wieder sehr lecker. Egal ob Buffet-Restaurant oder à la carte-Restaurant mit Getränke zum Aufpreis. Aufpreis-Restaurants an sich haben wir nicht besucht, also Rossini oder das Buffalo Steakhouse. Ja, auch ansonsten die ganze Organisation mit Anreise, Abreise, Transfer und ja, die Ausflüge von AIDA. Also, wir sind sowohl individuell von Bord gegangen als auch Ausflüge von AIDA mitgemacht. Das war halt auch alles immer perfekt organisiert. Man muss auch dazu sagen, also ich habe jetzt den Vergleich, individuell reisen ist nicht immer günstiger, als wenn man jetzt mit AIDA reist. Klar, man ist da deutlich flexibler, also es hat auch seine Vorteile. Aber ich sag mal, so ein geführter Ausflug, wo dann jemand noch ein bisschen was an Hintergrundinfos zur Insel erzählt und so weiter, man kriegt dann hier noch einen Snack und ich weiß nicht was, sieht vielleicht Ecken, wo man sonst nicht hingekommen wäre. Das hat halt auch schon was. Also ja, unsere Kabine, die war auf Deck 11, hinten links. Wir hatten eine Verandakabine Komfort, also mit einem kleinen Balkon, wo auch eine Hängematte war. 4 Schlafmöglichkeiten, also ein Hochbett und eine Couch, die man zum Bett umbauen konnte, plus halt das Doppelbett. War auch sehr schön. Einziges Manko war vielleicht, dass für 4 Personen die Schränke ein bisschen klein waren. Also so ein Schrankteil mehr hätten wir da schon gebraucht, um so ein bisschen besser unsere ganze Wäsche und Klamotte sortieren zu können. Die Kabine war sehr sauber und es war auch sehr leise. Also man hat nichts von den anderen Kabinen gehört, außer am Abreisetag, wo dann die Koffer abgeholt wurden, das hat man so ein bisschen mitbekommen, aber ansonsten haben wir da echt super auch geschlafen. Ja, wir hatten natürlich auch sehr Glück mit dem Wetter gehabt. Also wir hatten so im Schnitt zwischen 20 und 22 Grad. Auf Fuerteventura und Lanzarote war es halt naturgemäß ein bisschen windig, aber das ist halt da nun mal so. Nichtsdestotrotz konnten wir da halt mit T-Shirt und kurzer Hose rumlaufen. Oder ich in dem Fall. Schwimmen im Meer, ja, haben einige gemacht, aber ich sag mal, ich bin bis zur Hüfte und dann war auch Schluss, also war schon ein bisschen kalt. Ich glaube 19 Grad hatte die Wassertemperatur da, weil die auf den Kanaren sowieso immer ein bisschen niedriger ist.
Aber ja, wie gesagt, wettertechnisch hatten wir da Glück. Es, auf dem Schiff hat so am ersten Seetag, da hat man so ein bisschen die Bewegung gemerkt. Einigen wurde auch da so ein bisschen schlecht, zum Beispiel mein Sohn. Aber ja, das hat sich hinterher auch gelegt, als er sich daran gewöhnt hatte. Und das war jetzt, waren jetzt keine hohen Windstärken oder so. Und man hat das so gemerkt, je höher man im Schiff war, und Deck 11 ist ja auch schon relativ hoch, desto mehr hat man das so ein bisschen gemerkt. Aber nichts Schlimmes. Da kommen wir mal so ein bisschen zu den negativen Punkten. Also ist Meckern auf hohem Niveau, muss man auf jeden Fall sagen. Ein Punkt fällt mir dazu ein, ist das sogenannte Game Center, neben dem Teens Club, wo man so, ja, ich sag mal, Spiele spielen kann, Arcade-Spiele oder auch so Air-Hockey und so. Also die Auswahl, die war echt gering. Dafür aber die Preise okay, mit so einem Euro für 5 Minuten Air-Hockey oder so. Das kann man schon mal machen, aber mein Sohn war da ein bisschen enttäuscht, weil man da so wenig Auswahl hatte. Also im Vergleich zum Casino, wo halt massig irgendwie Automaten standen. Ja. Dann, was wirklich lächerlich ist, ist die Social Media Flat. Also man hat da an Bord die Möglichkeit, verschiedene Internetpakete zu buchen. Wir haben uns für die Social Media Flat entschieden, weil du hast ja an Seetagen ansonsten eher keinen Empfang. Man schaltet da ja bestenfalls die mobilen Daten aus. An Seetagen ist es ja kein Problem, weil Kanaren zählen zu Europa, und deswegen kannst du da ganz normal surfen, telefonieren und was du alles brauchst. Aber ja, wir haben halt die Social Media Flat gebucht, um zum Beispiel Instagram und WhatsApp nutzen zu können. Aber ich sag mal, zum Schreiben im WhatsApp war es ab und zu möglich, aber ich sag mal, Bilder oder so, irgendwelche Stories im Instagram posten, war halt während der Seetage, wo man halt nur die Social Media Flat hatte, einfach nicht möglich. Und die werde ich nächstes Mal auch nicht buchen, es sei denn, da tut sich nochmal was, dass da irgendwie, dass sich da was von der Geschwindigkeit verändert oder verbessert, eher gesagt. Ja, und was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass man halt bei den Fotos, also man wird ab und zu halt fotografiert, wenn man von Bord geht, einen Landausflug macht oder so. Oder auch wenn man am Schiff ankommt. Ja, die Preise, die sie dafür verlangen, für eine digitale Kopie, die man sich dann hinterher aus dem Bordportal runterladen kann, auf sein Handy, die sind schon sehr teuer. Also echt frech, muss ich sagen. Aber gut, man muss es ja nicht machen. Aber ja. Kommen wir dann auch schon zum Gesamtfazit. Also insgesamt waren wir wirklich sehr zufrieden mit der Reise. Wir waren jetzt nur 7 Tage unterwegs und alle haben gesagt, boah, eigentlich könnten wir noch länger bleiben, das ist so schön hier. Und ja, wir haben uns auch dazu entschieden, direkt nächstes Jahr wieder zu fahren. Dann wahrscheinlich mit der AIDA Perla eine Norwegen-Kreuzfahrt, schön in die Fjorde rein. Und von daher eine bessere Bestätigung gibt es ja eigentlich nicht. Wie gesagt, es gibt so ein paar Mankos, aber es sind auch eher Kleinigkeiten. Insgesamt super Urlaub, auch nicht günstig, aber der Preis lohnt sich auf jeden Fall für das, was man da geboten bekommt. Und ja, lasst mich mal gerne wissen, ob ihr noch mehr Details haben wollt. Ich kann zum Beispiel noch einen Kabinenrundgang machen. Ich könnte einen Vergleich machen, wie ist das eigentlich mit den Getränken. Also es ist ja ein Vollpensionsschiff. Getränke außerhalb der Restaurants muss man ja separat bezahlen. Es sei denn, man bucht so ein Getränkepaket. Das haben wir nicht gemacht. Da könnte ich mal so ein Preisvergleichvideo machen. Lasst mich da gerne mal wissen, was euch interessiert. Da mache ich das gerne. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein für dieses kurze Fazitvideo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, lasst gerne Feedback da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt mir gerne auch auf Insta, TikTok und was es da nicht sonst noch alles so gibt. Bis dann. Ciao.